So, Freunde, als kurze Zwischeninfo am Anfang des Videos. Nächste Woche kommt nämlich kein Video montags und ja, jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen MX Vloggedy Vlog Vlog hier, ne? Und ja, heute fahren wir trainieren nach Gerstetten, wobei es ziemlich, wie soll man sagen, nicht so gut aussieht, aber wir schauen trotzdem einfach mal, wie die Strecke ist und dann sage ich euch, wie halte ich die Kamera? Dann sage ich euch gleich nochmal was an der Strecke, ob ich dann heute schon fahre oder dann erst morgen beim Stoppelcross, aber das erkläre ich euch nachher, dann, also das ist alles ziemlich kompliziert. Also bis gleich an die Strecke. Was mache ich? Ach, scheiße. Hallo Autofahrer. Freunde, wir sind jetzt da. Ja, moin. Ja. Wir schauen jetzt die Strecke hier an. Aber, also eigentlich ist es so, wenn ich jetzt hier in Gerstetten heute am Samstag fahre, dann darf ich nicht mehr am. Darf ich nicht morgen fahren beim Stoppelcross in Ramingen. Deswegen darf ich entweder nur heute trainieren hier in Gerstetten oder ich fahre heute nicht, aber dafür morgen in Ramingen beim Stoppelcross. Und das ist jetzt halt die Frage und die Strecke, keine Ahnung, wie die gerade aussieht. Weiß ich nicht. Es regnet zwar, aber. Oh, scheiße, jetzt sind Tropfen auf der Linse. So machen. Ja, moin. Das war's dann wieder komplett. Ja, keine Ahnung. Dobi. Umziehen. Umziehen? Ich hab mir schlafen gelassen. Ja, ich wollte dich nur filmen. So, Freunde, wir haben gerade eine technische Abnahme und die Papierabnahme gemacht. Dann fahren wir morgen in Ramingen beim Stoppelcross. In Gerstetten sah es halt leider nicht so gut aus, deswegen sind wir da wieder weggefahren. Und ja, dann fahre ich morgen halt in Ramingen. Und ja, das sind gerade Leute. Geht mal aus dem Weg, bitte. Das seht ihr jetzt nochmal. Oh, das ist mir richtig viel. Ach, Klowagen, stimmt. Okay, tschüss. Klo vom Rohrwagen, jetzt kannst du filmen. Ja, jetzt kann ich filmen. Ja, hier, da. Freunde, da fahren wir morgen. Oder ich. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Warte mal, ich muss das, wenn. Stopp, warte, ich muss das. Guten Morgen, liebe Freunde, und willkommen zum zweiten Tag jetzt. Wir fahren jetzt gerade eben nach Ramingen zum Stoppelcross. Da war ja die letzte Szene, dass wir da gerade weggefahren sind. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder hin. Gleiche Aufnahmen wie von gestern eigentlich. Und ja, dann sehen wir uns an der Strecke dann gleich wieder. Ja. Kinder gerade so. Ach stimmt, das Niemand fährt ja heute auch mit Renner. Servus. So, Freunde, wir haben jetzt gerade Strecke angeschaut, sieht ziemlich gut aus und ja. Jetzt esse ich noch ein Brötchen, danach ziehe ich mich an. Wir haben euch jetzt auch gerade eben noch eine andere Gruppe angemeldet. Und ja, da fahre ich dann auch mit. Also ich fahre zu zwei Gruppen. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Ja, nice ist.
ich habe jetzt beide Trainings schon gefahren, also ich bin ja in zwei Gruppen. Und wann habe ich mein erstes Rennen? Keine Ahnung. Um 11.45 Uhr habe ich mein erstes Rennen ungefähr, also Klasse 4, weil das ist Zweitaktklasse. Und da habe ich mein erstes Rennen und dann haben wir Mittagspause und man hört man überhaupt. Und danach, wenn ich nach der Mittagspause habe ich dann Rennen von der 125er Klasse. Auch irgendwann, keine Ahnung, das seht ihr einfach dann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem ersten Rennen wieder und dann zeige ich euch, wie viel euch wurde. Simon, Simon! Von der Zweitaktklasse, also wo nur zwei Takte fahren, wurde ich jetzt Dritter. Wir haben gerade eben schon Mittag gegessen, war ganz nice. Eine Suppe von meiner Mutter. Und ja, jetzt habe ich glaube noch eine Stunde ungefähr bis zum ersten Rennen von der Klasse 7, also der 125er Klasse so gesehen. Ja, dann seht ihr mich dann nach dem ersten Rennen von der 125er Klasse wieder. So, Freunde, ich wurde jetzt im ersten Rennen von der 125er Klasse, sag ich mal, wurde ich jetzt Vierter. Und ja, schlag mich doch nicht. Und ja, Freunde, jetzt ist es so, dass ich jetzt eineinhalb Stunden ungefähr Zeit habe, oder? Oder ein Viertel, ja. Oder was weiß ich. Ja! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem zweiten Lauf von der Zweitaktklasse wieder. Oh, das Girl hat natürlich auch gerade gedacht, was ich hier mache. Irre. Mit einer Kamera. Und so würde ich jetzt sagen, sehen wir uns am zweiten Lauf wieder von zweiter Klasse. Tschüss.
jetzt bei der Klasse 4, doch, wurde ich jetzt Fünfter. Der Start war leider nicht so gut und dann hing ich die ganze Zeit an einem dran und dann war ich letztendlich Fünfter noch. Und jetzt gibt es eine halbe Stunde Verspätung, weil es einen Crash irgendwie gab. So Freunde, was ich jetzt sagen wollte, der zweite Lauf in Klasse 7, also bei der Jugendklasse, hat jetzt eine leichte Verspätung. Wir müssen jetzt noch ein paar Jahre warten. Wie lange müssen wir warten? Halbe Stunde. Was weiß ich. Jedenfalls seht ihr jetzt dann den zweiten Lauf von der Klasse 7, wo ich auch war. Also jetzt dann ja. Freunde, ich wurde jetzt im zweiten Lauf von der Jugendklasse wurde ich jetzt Zweiter. Und da ich im ersten Lauf Vierter war und jetzt im zweiten Lauf Zweiter, schauen wir mal, ob ich noch irgendwas bekomme, Pokal oder so. Und ja, wenn ich was bekomme, dann seht ihr jetzt eine Aufnahme von der Siegerehrung und danach sehen wir uns zu Hause wieder her. Der Mäder Simon und der Vordere Christian, das sind die Platzierungen 1 bis 5, bitte zu mir auf Bühne. Und die anderen Platzierungen kriegen auch alle einen Pokal. Und das ist die Maike Busch. Auf Platz 2 der Simon Mäder. Und auf Platz 1 der Christian Vorderer. So Freunde, wir fahren jetzt wieder nach Hause und ja, ich wurde jetzt noch Zweiter in der Klasse Jugend, also wo 125er fahre ich nur waren, wurde ich jetzt noch Zweiter und ja, ich ganz nice. Habe jetzt hier noch einen Pokal bekommen, den zeige ich euch zu Hause. Und ja, in der anderen Klasse habe ich keinen Pokal bekommen, aber ja, was soll's. Die ersten vier haben einen bekommen, aber nicht ich, der Fünfter war. Okay, dann sehen wir uns zu Hause wieder. Hier oben steht mein nicer Pokal. 20. Stoppelkurs Rammingen 2018, zweiter Platz. Ganz nice. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonnieren natürlich nicht vergessen und liken und kommentieren natürlich auch. Und dann sehen wir uns übernächste Woche wieder bei einem neuen MX-Vlog. Ciao! Feels, 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 feels
Mm-hmm.